Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video. Und das ist nur ein ganz kurzes Video, denn ich habe gerade herausgefunden, dass eigentlich das FIFA 19 Pack Cover und ein Champions League Pack in FIFA 19 eben schon geleakt wurden. Das Ganze ist sehr, sehr wenigen aufgefallen. Mir ist es aber aufgefallen und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach ein Video dazu. Und zwar gibt es ja jedes Jahr verschiedene Versionen eines FIFA-Teils und zu FIFA 19 eben natürlich dann auch. Und dazu werden immer Bilder designt, die das Ganze eben darstellen. Und da sieht man eben an sich schon das FIFA 19 Pack-Cover, dann ein mögliches Champions League-Pack und eben auch teilweise schon das Kartendesign. Denn Ronaldo und Neymar, die haben dahinter auch so eine ganz kleine Schrift zu erkennen. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, aber da ist auf jeden Fall dahinter irgendeine Schrift zu erkennen. Das ist für euch jetzt vielleicht schwer zu erkennen, aber ich sehe es hier gerade ziemlich gut. Und ihr seht auf diesem Bild dann auch das FIFA 19 Pack Cover. Vielleicht kommen da auch noch Spieler drauf oder höchstwahrscheinlich kommen da noch Spieler drauf, so wie das eigentlich immer ist. Aber die Pack Art bzw. die Pack Form, die dürfte eigentlich genauso bleiben wie auf diesem Bild hier. Denn das ist ein offizielles Bild von EA und ich denke nicht, dass sie da ein anderes Pack Design nehmen, als sie dann letztendlich ins Spiel reinpacken. Und dazu sieht man dann eben auch noch ein Champions League Pack. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, beziehungsweise ob das wirklich ein Champions League Pack sein soll oder ob das einfach nur darstellen soll, dass die Champions League eben auch in FIFA dabei ist. Aber ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es womöglich ein Champions League Pack in FIFA 19 geben wird. Da kann man dann vielleicht wirklich nur Champions League Spieler ziehen oder man zieht garantiert einen Champions League Spieler. Ich habe keine Ahnung, aber dieses Pack wirkt verdammt interessant auf mich und das ist eigentlich auch schon das, was ich euch heute sagen wollte, Jungs. Falls es euch gefallen hat, falls ihr solche kurzen Infovideos mögt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid, denn in Zukunft werden unfassbar viele FIFA 19 Videos kommen, auch zum Thema How to make Coins, Trading und so, wie ihr halt viele Coins bekommen könnt. Und ja, damit bin ich raus mit der Info heute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao!